Ja, dann hat er so einen verrosteten Revolver gezogen, hat mir dann den Kopf gehabt und gefunden, hey, was ist eigentlich dein Problem? Fabrizio, wie intim wird deine Bachelorstaffel? Es wird schon intim. Nein, also ich komme der Dame sicher näher, aber ich sage jetzt mal, alles im Rahmen. Hast du dich vielleicht auch ein bisschen zurückgehabt, weil du der erste Bachelor bist, der schon ein Kind hat und sie das früher oder später sehen könnte? Definitiv. Es war übrigens noch schwierig, ein gesundes Mass zu finden. So, wie viel gebe ich? Wie viel lasse ich bekommen? Mhm. Aber ich glaube, ich habe eine gute Mitte gefunden. Deine Tochter ist 6. Mhm. Sie wird jetzt wahrscheinlich noch nicht checken, was der Papi da macht im Fernsehen. Aber wie hast du sie jetzt trotzdem vielleicht auf dein Bachelor-Abenteuer vorbereitet? Weil früher oder später wird sie es vielleicht dann schon mal mitbekommen. Ja, ja. Also das ist ein grosses Muss. So einen kleinen Menschen darauf vorzubereiten, auf jeden Fall. Der Papi ist jetzt im Fernsehen, hat im Fernsehen mitgewirkt. Es kann sein, dass du vielleicht angesprochen wirst von Gespendlis, wo vielleicht in der Familie das konsumiert worden ist. Ich werde es nach deiner Nase anführen. Mhm. Wirst du ständig mit ihr schauen? Nein, das noch nicht. Aber irgendwann sicher. Was hast du für eine Beziehung zu ihr? Wie oft siehst du sie? Wir sind mega eng. Wir sehen uns eigentlich wöchentlich und gehen dann auch so ein bisschen viel in die Natur. Sie ist mega ein Energiebündel. So Trampolino, so ein bisschen rumgumpen, turnen. Einfach aktiv. Ich finde, Kinder müssen sich können ausleben, die Energie rauslassen. Das am Abend auch. Wie ein Stein. Dass deine Ruhe hat. Genau. Was bist du für ein Papi? Ja, mir wird damals am Kopf gerührt. Jetzt ist sie älter, aber wo sie so bis 4 ist mir so ein den Kopf gerührt worden. Ah, du bist so ein Helikoptervater. Sie stolpert einmal über einen Stein und dann bist du schon dort und findest, hey, geht's dir gut? Und ja, aber ich glaube, das ist normal. Sie ist schon verwöhnt. Deine Tochter ist 6, das heisst, du bist eigentlich doch noch relativ früh Vater geworden. Ist das so geplant? Ich würde sagen, ja, es war absolut geplant. Mit 27 bin ich Papi geworden. Mega happy. Papi wurde. Ja, es hat einfach dann nach dem Schicksal irgendwie so wollen, dass es dann einfach in der Beziehung nicht verhebt. Sie war dann so ehrlich und hat mir dann müssen beichten, dass sie eigentlich, ja, dass wir uns eigentlich nicht mehr so spüren. Und dann haben wir einen gemeinsamen Nenner gefunden, dass wir uns auseinandergelebt haben. Liebe kann man nicht erzwingen. Mhm. Und mit dem, wo wir beide das so sacken lassen haben, haben wir gefunden, hey, voll. Geh du deinen Weg, ich gehe meinen und die Kleine wird umsorgt. Die Lösung war ja, dass ich eine alternierende Obhut bekommen habe. Dass wir wirklich 50-50 uns dürfen kümmern. Das ist sehr viel wert für mich als Papi. Jetzt bist du selber auch Trainingskind. Mhm. Deine Tochter wächst auch so auf. Glaubst du noch an die Liebe? Definitiv. Ich bin jemand, der wirklich ich lebe die Liebe. Wenn ich nicht an die Liebe glauben würde, dann könnte ich nicht existieren. Wie viel Mal bist du denn schon verliebt gewesen? Oh, kann man das zählen? Ich glaube zweimal. Babymama und... Und before. Ja. Ja, so ein bisschen so. Und wie oft bist du auch schon als Arsch gewesen? Oh, dein Grinsen. Schon ein paar Mal. Man lässt sich auf jemanden ein. Und im Prozess merkt man dann, so hey, eigentlich nicht. Und dann muss man gemein sein mit der Wahrheit. Man ist immer in irgendjemandem seiner Geschichte der Böse. Inwiefern hat vielleicht das Bad Boy Image auch mit deinen Jugendjahren zu tun? Ich glaube sehr viel. Ja, gerade weil man in der Jugend so ein bisschen in Wetzigen, soll ich sagen, die Straße unsicher gemacht hat, vielleicht damals. Auch kriminell? Nein, also. Wir waren nie wirklich kriminell veranlagt. Wir hatten unseren Ruf, warum auch immer, in diese Sparte. So man hat so gewusst, bis auf von Wetzigen, Oster, Zürich, Winterthur, dass es uns gibt, dass man nicht mit diesen spielen sollte. Eigentlich sind wir so in die Schattenseite gestellt worden. Aber was uns ausgemacht hat, war eigentlich, wir waren wie ein Pool für Außenseiter, sage ich jetzt mal. Verschiedene Nationalitäten, die keinen Anschluss gefunden haben, haben sich dann gefunden. Also wir sind irgendwie, ich als Brasilianer, ein Ukrainer, ein Kongoles, ein Italiener, ein Philippiner, ein Thailänder. Ja,
eigentlich ist dann die Musik relativ schnell einmal zu einem gemeinsamen Nenner geworden. Sind ein das Los Vecicos? Genau. Also ich liebe es, mich an die Zeiten zurückzuerinnern. Es war eine sehr freie Zeit. Ja. Und deine Mami? Weniger, sie erinnert sich wahrscheinlich eher weniger an die Zeit, ja. Also sie hat natürlich schon auch mal Nächte müssen wach bleiben oder irgendwie sich Sorgen gemacht. Obwohl ich ihr gesagt habe, dass sie es nicht muss. Mhm. Laut eigenen Angaben bist du aber auch mal unschuldig in U-Haft gesessen. Was ist passiert? Das ist eine mega blöde Geschichte eigentlich. Es war irgendwie so, dass zwei Leute aus Wetzikon, wo ich eigentlich sporadisch Kontakt hatte, also wirklich fast nicht, die haben es eigentlich gemacht, sind dann für das festgenommen worden und haben dann in der Einvernahme mich erwähnt. Es ging um Einbruch. Gegangen. Die sind, was war es? In einem Kino, in einer Moschee und in einem Kiosk eingebrochen am gleichen Abend. Okay. Und ich hatte zum Glück ein feuerfestes Alibi. Ich war in der Ferien mit meiner Mutter in Brasilien. Dort war ich 16, 17. Das ist ein Hurenschock, dann, oder? Ja, ja. Also wir sind mega verschrocken. Wir sind mega verschrocken. Es war auch wirklich nicht nichts. Wir sind von Brasilien zurückgekommen, am Morgen um 6 Uhr. Mit Gepäck, todmüde von der Reise heim. Und um 7 Uhr läutet es. Und dann ist die Schmier dort mit dem Hausdurchsuchungsbefehl. Die haben mein ganzes Zimmer mitgenommen. Und du hast ich hatte keine Ahnung, um was es geht. Und habe dann meiner Mutter das auch so kommuniziert, oder? Hey, Mami, also wirklich. Und sie hat mir das dann auch sofort geglaubt, eben. Wir haben Gott sei Dank die Beziehung. Hat dann gefunden, also, so ein Mann, wenn du nichts gemacht hast, dann gang, das wird sich dann klären. Und dann bin ich mit denen mitgegangen. Bin dann 3 Tage, 4 Tage in der Kaserne gewesen. Und habe dann jeden Morgen so ein Papier bekommen, habe dann draufgeschrieben, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Und unter der Tür wieder durchgeschoben. Genau, und nach 4 Tagen haben sie mir dann haben sie mich dann gehen lassen. Du hast vorhin dein eines Hobby erwähnt, das ist die Musik. Du hast aber auch noch ein anderes Hobby, das ist Schiessen. Wie kommt man dazu? Vielleicht für Leute, die denken, so, hey, wir sind in der Schweiz, es ist ja alles gut, wieso hast du eine Waffe zu Hause? Ich meine, da mache ich es wirklich einfach aus Hobby. Es ist, du kannst dich noch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, entladen, kannst noch ein bisschen Gas geben. Aber vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir in Brasilien völlig andere Gefahren ausgesetzt sind, sage ich jetzt mal. Ja, also die Kriminalitätsrate ist bekanntlich nicht so schön. Und ja, einfach for safety, so ein bisschen so. Dass wenn man eine Waffe müsste mal benutzen, dass man auch weiss, wie man die benutzt. Also du hast auch eine zu Hause in diesem Fall? Ja. Und was sagst du Kritiker, die finden, Waffen nicht im Haushalt zu suchen? Ich habe sie in einem grossen Waffenschrank, in einem Tresor unter Verschluss. Ich meine, ich habe eine Tochter. Mhm. Mir ist da schon klar, dass ganz gefährliche, schlimme Unfälle passieren können. Ich denke, es liegt im Individuum. Also wenn du als verantwortungsbewusster Mensch weißt, was du machst, dann ja. Hast du denn schon mal etwas erlebt in Rio, wo nicht so chillig war? Ja, ich war auch schon mal an einer Party. Dann bin ich einfach, ich habe so aber einen Typ anvisiert und habe ihn die ganze Zeit angeschaut. Und wenn du so Luftlöcher starrst, kann dein Blick auch ein bisschen verkrampfen. Und dann ist er mir entgegengekommen. Dann hat er so einen verrosteten Revolver gezogen, hat mir den an den Kopf gehabt und gefunden, hey, was ist eigentlich dein Problem? Und dann ist mir der Groschen gefallen, so, oh, sorry, ich habe dich gar nicht wahrgenommen. Und dann ist das Cousinli und hat gefunden, hey, der gehört zu uns. So. Wie oft bist du in Brasilien? Also eigentlich sorge ich schon dafür, dass ich einmal im Jahr gehen darf. Mhm. Also nur schon auch wegen der Tochter, dass sie den Anschluss nicht verliert mit den Cousinlis und so. Ja, das ist mir schon wichtig. Du hast vorhin schon gesagt, du machst auch Musik. Ist die auch brasilianisch inspiriert? Eigentlich habe ich ursprünglich nur auf Schweizerdeutsch Mundart Sachen geschrieben. Ich habe aber dann mit den Jahren irgendwie mich gefunden und gemerkt, dass ich auf Portugiesisch viel besser schreiben kann. Und machst du das jetzt noch mit Los Vecicos? Nein, wir haben alle noch Kontakt, sind alle Papi geworden inzwischen und haben Familienleben. Und ich bin so ein bisschen der Einzige, der eigentlich nie aufgehört hat, die Passion zu leben. Ausser der EAZ, der ist auch aus Wetzikon. Kennt ihr euch? Ja,
Ja, ja, DAZ. Wir sind Hood Boys und haben uns hier. Ja, haben unsere Geschichten. Wir waren in den Studios, haben die Stadt unsicher gemacht. Es gibt zum Beispiel so ein Schulhaus in Wetzikon. Und das war so ein bisschen der Hotspot. Dort haben wir uns abends getroffen. Wir von Los Wetzikos, der EAZ mit seinen Jungs. Dann hat es Aufgelage gegeben. Musik. Bis dann irgendwann vielleicht die Polizei gekommen ist. Genau. Ich hatte dann mega Freude, als ich gesehen habe, dass der EAZ seinen Weg macht. Von dem her nur gute Vibes. Mhm. Und wieso hast du das Gefühl, hast du bis jetzt den Durchbruch als Musiker noch nicht geschafft? Ich glaube, ich habe mir einfach auch zu wenig Zeit genommen für das. So ein bisschen zu wenig investiert, sage ich jetzt mal. Weil man sollte ja schon, wenn man eine Leidenschaft hat, dann für das brennen. Der DAZ hat das gemacht, macht das weiterhin und macht das mega gut. Und ja, also ich habe dann vor allem eben bin ich Papi geworden etc. Und dann hast du einfach andere Ziele, hast einfach einen anderen Fokus. Das heisst, dein Geld hast du nie mit der Musik verdient? Nein. Mit was denn? Was hast du gelernt? Was schaffst du? Ich bin immer einfach gebüzen. Ich habe in dem Sinn nichts gelernt. Keine Lehre gemacht? Nein. Ich habe das 10. Schuljahr gemacht, genau. Und also ich habe schon alles gemacht. Ich bin vom Koch zur Baustelle, zum Verkauf, Detailhandel, Logistik, Lagerist. Ich bin dann irgendwann im Unispital gelandet. Habe dann dort den Patiententransport gemacht. Und habe mir jetzt eine Auszeit genommen für den Bachelor. Habe gefunden, ich gebe mir das. Auch ein bisschen in der Hoffnung, dass es etwas hilft, für das Musiker-Dasein vielleicht, so als Sprungbrett. Also ich denke, es ist sicher etwas Gutes, auf jeden Fall. Ich bin nicht abgeneigt, wenn jetzt auf einmal die Leute finden, hey, da habe ich ja jemanden gesehen, den ich vorher nicht gesehen habe. Was ist denn dein Traumjob oder dein Ziel? Die Musik ist sicher ein Thema. Das ist sicher ein Thema. Ich werde jetzt da sicher ein bisschen dranbleiben. Ich gebe den Leuten gerne etwas und das kann man mit der Musik halt gut. Bist du ein Träumer oder eher ein Realist? Ich würde sagen, ich bin schon eher ein Träumer. Oder eine gesunde Mischung von beidem. Und wie soll die Partnerin an deiner Seite sein? Sie darf nicht zu stier. Muss schon auch etwas Verspieltes sein. Allerdings muss schon auch Disziplin, Tagesdisziplin, am Start sein, so, dass man wirklich funktioniert zusammen. Danke dir vielmals. Wir sind gespannt, ob es für einmal vielleicht doch klappt. Sehr, sehr gerne. Wünsche dir alles Gute. Danke dir, Sina.